Oh oh, jetzt gibt's wieder Action. Oh Mist, lauf schneller! Oh, ich will das nicht. Muss das sein? Oh nein. Ach na toll. Große Klasse. Oh Mist. Das war ja eine Spitzenidee gewesen, Nima. So, hier, komm. Gut. Puh. Erwischt. So, jetzt aber ganz vorsichtig und leise. Und jetzt... Warum denn drüber? Kriech doch durch! Ich hab gedrückt außerdem. Oh Mist. Schnell weg hier. Oh, das sah aber elegant aus. Puh. Mist. Sie haben so viel Koordination wie ein dreibeiniger Esel. Ich habe genug Koordination, dass ich Ihnen... Hey, ganz ruhig. Ich nehm's zurück. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Ich... Sie haben sie verloren! Oh. Muss rausgefallen sein. Mist. Na, große Klasse. Oscar. Jetzt geht's also los im Kampf gegen die Velociraptoren. Gojo, hau ab. Ich möchte mal dazu anmerken, ich habe heute offenbar keinen guten Tag. Mir gelingt ja kaum was so richtig heute. Also, tut mir leid, wenn das jetzt nichts wird heute mit dem Überleben immer, aber mal schauen. Wir werden sehen. Gut, wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay. Was können wir tun? Die Viecher müssen mich echt nicht noch besser sehen. Das nenne ich ein gutes Versteck. Wenn du das sagst. Ein seltsamer Schatten ist das. Hallo, ich hab doch gedrückt. Verdammt. Ja, toll. Das ist super, wie das mit dem Drücken manchmal klappt, wenn hier das angezeigt wird. Ich drück drauf und es reagiert überhaupt nicht. Okay, Oscar ist gestorben. Das tut mir leid, damit ist Oscar nun auch zum ersten Mal tot. Eigentlich war er schon mal tot, weil wir mit dem Heli abgestürzt sind. Tut mir leid, ich habe es ja angekündigt, dass das mal passieren kann, weil ich heute keinen guten Tag habe, offenbar. Aber, neuer Versuch. Okay, da drüben an der Tür waren wir schon. Ich will mich jetzt gleich verstecken. Das nenne ich ein gutes Versteck. Natürlich. Dieser Schatten sieht aber auch komisch aus, muss ich mal so anmerken. Okay, diesmal hat's geklappt. Mist. Gar nicht gut. Und das Biest ist in unserem Rücken jetzt. Das gefällt mir nicht. Sie kommen. Schnell nach oben mit dir, Oscar. Versteck dich. Ah, klasse Versteck. Auf der Pirsch abgeschlossen. Oh je. Dreckiges Stück. Idiot! Wissen Sie, was Sie getan haben? Hey! Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Sie haben sie verloren. Sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen. Mach doch die Tür auf. Eben. Zur Not, der T-Rex kommt sowieso nicht rein. Oha. Na, das ist ja eine super Position für die Dose. Nicht wahr, Billy? Tja, das könnte allerdings problematisch sein. Gut.
Wir wissen, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. So viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos! Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Das ist allerdings wahr. Wenn Sie nicht manns genug sind, die Embryos zu holen, mache ich selbst. Moment. Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir Ihren Kontakt treffen. Ich weiß, aber Sie haben sie fallen gelassen. Tja, passiert. Wenn Sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los, aber schnell. Na gut, Billy, auf ins Verderben. Nichts, was ich unbedingt tun möchte, ehrlich gesagt. Aber wir kriegen das hin. Still sein, Billy. Kein Mucks von dir geben. Mist! Beim letzten Mal drücken, verdammt. Oh, Glück gehabt. Wirklich mit dem allerletzten Mal drücken habe ich es versaut. Hey, Süße. Was macht ein nettes Mädchen wie du an so einem Ort? Halt doch die Klappe und nimm die Dose, Mensch. Lauf! Oh, Scheiße. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Hey, danke. Macht fast wieder gut, dass Sie sie verloren haben. Alte schnippische Zicke. Unglaublich. Okay. Oscar, ich glaube, du wirst um den Kampf nicht herumkommen. Es sei denn, du schaffst es, dich nach oben zu retten. Noch mehr drücken ging nicht, was? Puh. Alles Schlechte kommt von oben, mein Kleiner. Und jetzt laufen Billy und Nima auch noch genau rein. Na super. Oh, das war kein Velociraptor. Das war keiner. War nur eine Ratte oder so. Gehen wir weiter. Nein, ich habe ähnliche Augen gesehen, bevor ich gebissen wurde. Das tue ich mir nicht nochmal an. Große, leuchtende Augen? Sie haben sie auch gesehen? Nicht hier, aber ja. Geh weiter. Raus hier. Es würde helfen, wenn ihr alle die Klappe halten würdet, wenn ihr mit Dinos arbeitet. Aber gut. Na los, wir müssen weiter. Niemals. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Oh, Gottes. Okay, wir können hier nicht raus, weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das Licht an. Scheint so, als würden diese Dinger lieber im Schatten bleiben. Na gut, dann machen wir uns mal an die Arbeit, wo Oscar vorhin nicht weiter arbeiten wollte. Hier waren wir ja vorhin schon, glaube ich. Machen wir das jetzt mit Billy. Meine Ex hat immer wie bescheuert geputzt, wenn sie sauer war. Manchmal wollte ich streiten, nur um meine Wohnung sauber zu bekommen. Ihre Ex? Sie waren verheiratet? Oh Gott, nein. Ex-Freundin. Ja, finde ich aber eine gute Taktik, ehrlich gesagt. Wir haben Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Gut, öffne das Ding mal. Was? Ach so, ich dachte schon... Oscar, willst du dir das wirklich antun? Oh. Worauf wartet sie dann? Auf nichts. Ist nur ein anderes Modell als die, die ich kenne. Sie wissen also nicht weiter? Okay. Was müssen wir tun? Warum lesen Sie nicht einfach die Anleitung? Sie ist doch direkt da. Ganz ruhig. Das ist nur ein aufgemotzter Sicherungskasten. Oh, Billy, das ist doch nicht dein Ernst. Mann, wenn die Anleitung schon da ist, kannst du auch drauf gucken. Was ist mit dem Ding da vorne? Vielleicht muss man es erst vorbereiten, bevor man es einschaltet, wie eine Ölpumpe oder so. Nichts für ungut.
Aber dieses elektrische System ist wahrscheinlich viel komplexer als alle, die Sie kennen. Ich mach das schon. Na spitze, push to close, push to open. Ich nehme mal an, es ist der Stromkreis gemeint. Dann ist eher close das Richtige, denke ich mal. Zum Schließen drücken. Was schließen? Versuch macht klug. Tja, ich habe versucht, richtig zu raten. Dann öffnen wir es halt doch, was auch immer das sein soll. Okay, ich hab's jetzt. Schließen Sie die Augen, denn gleich verlieren Sie Ihre... Es war, glaube ich, doch der Stromkreis gemeint damit. Still bleiben, Oscar. Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte ja nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen. Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles Ausschalten heißt? Das ist doch der totale Widerspruch. Sie hätten nur die Anleitungen lesen müssen. Warum schreien Sie nicht lauter? Auf der anderen Seite der Insel ist ein Dino, der Sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Wie auch immer. Gibt's kein Schließen? Oh doch. Und genau das wollte ich ja schon vorher benutzen, aber Billy muss ja unbedingt öffnen drücken. Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheiß sofort. Stimmt, wer ist jetzt? Oh, bitte nicht. Billy, unser Held. Na super. Oh, shit. Hier ist Arnold Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung, bevor wir dicht machen, Parklinge. Wer um 7 nicht am Schiff ist, kommt auch nicht mit. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch packen. Eins meiner Lieblingsstücke. Verdammt, wir sehen uns. Er ist doch nicht mehr hier, oder? Nein. So wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Komm, Oscar. Nutz die Ablenkung. Oh, shit. Oh, nein. Komm schon. Oh, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Mann, ich dachte, mit zweimal drücken reicht's dann auch, aber nein, man muss ja unbedingt noch einen dritten Pfeil dazu setzen, der so weit oben angesetzt war, dass er nicht in meinem Blickfokus mit lag gerade. Okay, noch ein neuer Versuch. Los geht's! Na los! Verdammt! Ah, nein! Was? Also langsam wird's aber ein bisschen mysteriös. Ich hab... mehr als drücken kann ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll jetzt hier, aber... Naja. Ich glaube, Oscar wird unser sterbefreudigster Charakter. Und nochmal! Schöne Musik dazu. Okay, diesmal aber... Ach Gott! Stich doch zu! Okay. Und jetzt! Oh Mist! Oh nein, komm! Ich hab doch nicht geahnt, dass das sowas zum Drücken ist. Och, Leute, die ganze Zeit müssen wir einfach, sobald wir es sehen, drücken und dann machen die auf einmal eine Timing-Geschichte. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Wie ich sagte, ich habe heute keinen guten Tag. Neuer Versuch. Okay. Jetzt bist du dran. Stirb. Ich hab's geschafft. Oscar. Nach viermal sterben